Wusstest du, dass du dir einen Nebenjob vielleicht für deine Ausbildung anrechnen lassen kannst? Das ist nur eine der Möglichkeiten, deine Ausbildung zu verkürzen. Die anderen erkläre ich dir im Video. Wie lang die Ausbildungsdauer für deinen Traumberuf ist, steht in der jeweiligen Ausbildungsordnung. Die Ausbildung zum Fachlageristen dauert zum Beispiel 2 Jahre, die Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau dagegen 3. In der Regel dauert eine Ausbildung so zwischen 2 und 4 Jahren. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen, um deine Ausbildung zu verkürzen, wenn einer der folgenden Gründe auf dich zutrifft. Es gibt die Option, deine Ausbildung zu verkürzen, wenn du eine berufliche Vorbildung mitbringst. Das bedeutet, du hast entweder bereits eine andere Ausbildung abgeschlossen, eine Berufsfachschule besucht oder einen Nebenjob in einem relevanten Fachbereich gemacht. Warst du zum Beispiel auf einer Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung und möchtest nun eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement beginnen, kannst du dir eventuell relevante Inhalte wie Rechnungswesen oder Buchhaltung anrechnen lassen. Dadurch verkürzt sich deine Ausbildungszeit. Auch ein Nebenjob in einem verwandten Bereich lässt sich eventuell anrechnen. Falls du also beispielsweise neben der Schule als Verkäufer gejobbt hast, kannst du dir die Berufserfahrung für die Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel anrechnen lassen. Auch eine abgebrochene Ausbildung zählt als Berufserfahrung und ermöglicht dir, einen Antrag auf Verkürzung zu stellen. Diese Regelungen sind jedoch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Deshalb solltest du auf jeden Fall mit deinem Ausbilder sprechen, bevor du deinen Ausbildungsvertrag unterzeichnest, denn in dem wird deine Ausbildungsdauer schriftlich festgelegt. Auch eine schulische Vorbildung ist ein Grund, die Ausbildung verkürzen zu können. Falls du zum Beispiel einen höheren Schulabschluss hast, gibt es die Möglichkeit, den Antrag auf Verkürzung zu stellen. Hast du beispielsweise Fachabi oder Abi und machst eine Ausbildung, für die der gesetzliche Schulabschluss der Hauptschulabschluss ist, kannst du darüber nachdenken, die Ausbildung zu verkürzen. In dem Fall musst du den Antrag nicht unbedingt vor Beginn der Ausbildung einreichen, aber spätestens 1 Jahr vor deinem Abschluss sollte der Antrag bei der zuständigen Behörde vorliegen. Auch wenn du keine Vorbildung mitbringst, hast du dennoch die Option, deine Ausbildung zu verkürzen. Denn in jeder staatlich anerkannten Ausbildung gibt es nach der Hälfte der Ausbildungszeit eine Zwischenprüfung, bei der du eine Note erhältst. Und wenn du als Azubi sehr gute Leistungen in der Prüfung erzielst, kannst du einen Antrag stellen, um die Ausbildung bis zu 6 Monate zu verkürzen. In allen Fällen musst du dich selbstständig darum kümmern, den Antrag zu stellen und das auch unbedingt mit deinem Ausbilder absprechen. Insbesondere wenn du dir berufliche oder schulische Leistungen anrechnen lassen willst, wird nämlich die verkürzte Zeit vertraglich festgelegt, also vor dem Beginn deiner Ausbildung. Falls du noch weitere Fragen zu dem Thema hast, dann schreib sie in die Kommentare. Alles Weitere rund ums Thema Ausbildung findest du übrigens auch auf unserem Ratgeber auf ausbildung.de.